Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Wochentaroskop für den 14. bis zum 20. Juni, also die letzte Woche, bevor der Sommer auch astrologisch beginnt. Am 21. haben wir die Sommersonnenwende und dann starten wir endlich in den Sommer. Und ansonsten ist in der kommenden Woche passend dazu doch schon ein wenig was los, abgesehen davon, dass ein weiterer Langsamläufer nach Pluto und Saturn und Neptun nun rückläufig wird, nämlich der Jupiter. Das heißt, er wird sich jetzt bald wieder aus den Fischen entfernen und zurückreisen in den Wassermann. Abgesehen davon haben wir die Reaktivierung des Saturn-Uranus-Quadrates. Saturn steht ja derzeit im Wassermann und Uranus läuft durch den Stier. Das heißt, wir haben das Thema Fortschritt, Tradition und da den richtigen Weg finden, sehr stark verankert. Für euch alle gilt, überlegt euch, was war um den 17.02. herum? Da war nämlich dieses Quadrat bereits aktiv, aktiviert. Und es wird noch ein drittes Mal aktiv, nämlich am 24. Dezember. Das heißt, ihr habt jetzt eine gute Zeit, um Resümee zu ziehen. Wo bin ich vom 17. Februar bis jetzt zum Sommer? Wo bin ich da hingekommen? Habe ich es geschafft, neue Wege zu gehen, Altes loszulassen? Habe ich Altes, das es wert ist, weiter zu nutzen und lieber auf etwas Neues zu verzichten? Das sind Dinge, die du dir in dieser Woche auf jeden Fall, die du für dich klären solltest. Das Quadrat wird am Dienstag aktiv und am Sonntag, also jetzt dann am 20., einen Tag vor der Sommersonnenwende, da wird Jupiter rückläufig. Ich habe jetzt gar nichts darüber gesagt, dass ich heute nicht live bin. Wenn du dieses Video schaust, dann sitze ich gerade bei Hub in einer Plattform, über die unser Tarotsonntag des Tarot e.V. läuft, und halte da wahrscheinlich gerade meinen Vortrag. Du bist ja offensichtlich nicht dabei, wenn du das Video siehst, aber wenn du Lust hast, dann kannst du ab dem 16.07., also kurz nach dem Uranus-Saturn-Quadrat, einen Rewatch des Ganzen sehen. Ich werde den Link dafür in die Shownotes setzen oder ansonsten schreibst du mich einfach an, wenn dich das interessiert. Da gibt es wirklich spannende Vorträge heute, die dich auch mit Hilfe des Sterns, des Tarot-Sterns, in den Sommer begleiten können. Ja, ich glaube, das ist das, was astrologisch gerade wichtig ist. Und ansonsten, denke ich, erzähle ich euch was zum Spirit Guide. Ich habe für den Spirit Guide dieses Mal das Starseed-Orakel genommen. Ihr seht, es ist wirklich ein sehr feines, transparentes Deck. Ich habe dazu mit Kurt und Timur ein Unboxing gemacht, das ich natürlich auch wieder verlinken werde. Und ich dachte, ich probiere es einfach jetzt mal aus, weil ich weil ich es gar nicht kenne. Es ist ein Deck, das ich jetzt nicht so ganz als Thema für mich habe. Also ich bin jetzt nicht so ein Starseed-Mensch. Mir ist natürlich auch bewusst, dass wir alle aus Sternenstaub bestehen. Bloß ist es mir persönlich nicht so wichtig, auf welchem Planeten ich mal gelebt haben könnte. Ebenso wenig, wie es mir wahnsinnig wichtig ist, ob ich reinkarniere oder nicht. Ich weise das nicht von der Hand, aber es ist für mich wirklich nicht notwendig zu wissen, wer ich mal war, was ich mal war, mit wem ich mal war. Weil ich finde, es ist viel, viel wichtiger, im Hier und Jetzt zu sein. Und ich übe das immer wieder, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können. Denn wenn wir im Hier und Jetzt sind, dann können wir vielleicht auch etwas für die Zukunft bewirken. Die Vergangenheit ist geschrieben. Dennoch
Die Karte, die ich hier gezogen habe, zieht uns in die Vergangenheit, nämlich zu den Sternenahnen. Du siehst Pyramiden im Hintergrund. Die Pyramiden, die werden ja immer gerne mit den Ägyptern logischerweise, aber auch mit Sirius in Verbindung gebracht. Und Sirius, mir ist gerade heute wieder das Buch von Doris Lessing, die Shikasta Chronicles, in die Hände gefallen, wo es viel um Sirius auch geht. Das ist, wenn du mal Zeit hast, ein sehr interessanter Zyklus von Romanen, die alle in den 70er Jahren geschrieben wurden. Und ich würde sagen, da hat die gute Frau gechannelt. Sehr spannende Dinge, die mich auf meinem esoterischen Weg, als ich in den 20er waren, sehr stark beeinflusst haben. Das war nicht, als ich sie in den 70ern, als ich 20 war, muss ich dazu noch erwähnen. Gut, was sagt uns die Karte Sternenahnen? Die Schlagworte, die darauf stehen, sind verborgene Geheimnisse, verlorene Weisheit, Blick etwas tiefer. Ja, und ich finde, gerade das Letzte ist etwas, was wir uns alle auf die Fahne schreiben können. Gerade jetzt unter dem Uranus- und Saturn-Quadrat sollte unser Blick tiefer gehen, unser Blick auf jeden Fall zurückgehen bis in den Februar, vielleicht sogar zurückgehen bis in den Dezember. Erinnert euch zur Wintersonnenwende, jetzt ist ein halbes Jahr vergangen, hatten wir die Konjunktion von Saturn und Jupiter im Wassermann. Was hast du damals für Hoffnungen in diese Konjunktion gelegt? Was hat sich davon verwirklicht? Was kannst du tun, damit sich die Dinge jetzt verwirklichen, wenn sie sich noch nicht verwirklicht haben? Das sind Dinge, die du jetzt dir überlegen solltest. So, und damit genug der Vorrede. Jetzt ziehe ich endlich Karten für dich, für dein Tierkreiszeichen. Und es tut mir sehr leid für alle Fische. Ich bleibe dabei. Ich fange wieder beim Widder an. Aber ihr wisst ja, ich schreibe auch immer in die Shownotes die Zeiten für die einzelnen Tierkreiszeichen. Überleg dir, ob du dir vielleicht verschiedene Zeichen anschauen möchtest, ob du deinen Aszendenten dir anschauen möchtest, deinen Mond, vielleicht auch deine Venus für die Liebe oder das Zeichen eines Menschen, der dir wichtig ist. Das kannst du halten, wie du möchtest. Ich springe natürlich auch öfter mal in meinen Gedanken. Das heißt, wenn ich beim Skorpion angelangt bin, kann ich durchaus noch mal was über eine Karte sagen, die zuvor gekommen ist. Dann musst du dir das ganze Video anschauen. Aber ansonsten kannst du natürlich gerne springen, gar kein Problem. Gut, genug der Vorrede. Ich werde heute mal wieder, weil sie einfach so schön sind und ich schon im Sternenfieber für meinen Vortrag bin, mit dem mystischen Tarot von Katrin Welz-Stein legen. Das sind ja sehr moderne, sehr feminine Karten, wie ich finde, mit schönen Traumwelten. Mal sehen, was bei rauskommt. Auf geht's! Aha, meine Triangel will heute nicht. Der Widder kommt. Ah, ich weiß auch warum. Jetzt. Rückläufiger Merkur sei bald vorbei, kann ich nur sagen. Gut. Was ist meine Karte für den Widder? Für dich astrologisch gesehen, lieber Widder, ist gerade nicht so wahnsinnig viel los. Natürlich betrifft dich wie alle Zeichen das Saturn-Uranus-Quadrat jetzt am Dienstag. Aber ansonsten ist Mars dein Planet gerade im Krebs. Und genießt da eine gute Zeit, du vielleicht nicht, denn Krebs ist ein Quadratzeichen zu dir. Das heißt, du kannst vielleicht nicht ganz so durchsetzen dich, wie du möchtest. Aber Moment, das stimmt ja gar nicht. Wenn ich jetzt das hier aufnehme, ist der Mars schon in den Löwen gegangen. Das heißt, du hast Tatkraft und kannst Dinge umsetzen. Entschuldige bitte. Was habe ich für dich gezogen? Die Karte 5 der Kelche liegt hier für dich. Nein, Verzeihung, 5 der Stäbe. Und die 5 der Stäbe finde ich hier sehr spannend umgesetzt. Normalerweise ist das ja eine Karte, in der es darum geht, dass wir uns mit anderen Menschen auseinandersetzen müssen, vielleicht in einer Wettbewerbssituation sind oder ansonsten Dinge in uns in Einklang gebracht werden müssen,
Ich vergleiche die Karte immer sehr gerne mit dem inneren Team von Schulz von Thun. Also herausfinden, welcher Anteil von mir jetzt den Hut aufhaben sollte, um bestimmte Dinge umzusetzen. Und das übersetzt die Katrin Welzstein mit einem Strategiebild. Also es wird hier auf Schach angespielt und hier macht die Frau sich offensichtlich einen Plan. Es ist ja nicht deine Stärke, lieber Widder, Strategien wirklich zu entwickeln, sondern du bist eher ein impulsiver Typus und du bist halt jetzt dazu aufgefordert, auch wenn Mars jetzt wieder durch ein Feuerzeichen rast, durch den Löwen, dich nicht davon aus dem Takt bringen zu lassen, dass jetzt wieder mehr Energie für dich da ist, sondern vorsichtig und umsichtig bei deinen Vorhaben zu wirken. Also überlege dir genau, was du erreichen willst, was dabei rumkommen soll. Vielleicht zu Dienstag schaust du wirklich nochmal auf dieses Saturn- und Uranus-Quadrat, was das für dich bedeutet seit Februar. Und dann gehst du konzertiert auf das zu, was du haben willst. Du willst einen Wettbewerb gewinnen, dann musst du dich fokussieren. Du möchtest herausstechen bei einer Bewerbung, dann musst du gut vorbereitet sein. Du möchtest den Mann oder die Frau erobern, von der oder die umschwärmt wird von anderen Menschen. Es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie oder er nicht an dir vorbeikommt. Also Fokus auf das, was jetzt wesentlich für dich ist. Clever sein, nachdenken und dann handeln. Das ist, was du in der kommenden Woche tun sollst. Und dann kannst du wundervoll in der Woche drauf in den Sommer starten. Das, mein lieber Widder, ist meine Nachricht für dich. Und damit bin ich auch schon beim Stier gelandet. Ups. Und für den Stier habe ich eine Karte gezogen, die ein bisschen melancholisch daherkommt, die 4 der Kelche. Nun, für dich ist es natürlich ziemlich relevant, dass Uranus durch dein Zeichen läuft, wie immer. Er ist jetzt der einzige Langsamläufer, der nicht rückwärts läuft und er kämpft. Oder stellt sich gegen Saturn, der gerade rückläufig durch den Wassermann zieht. Das heißt, gerade für dich ist der Dienstag jetzt besonders wichtig, wenn Saturn und Uranus exakt sind. Dein Zeichen ist davon stark betroffen. Und die Dinge, die du umsetzen möchtest, die kommen da etwas ins Stocken. Dafür spricht, das erzählt auch die Karte 4 der Kelche, eine 4, die hat mit dem Herrscher zu tun. Da geht es immer darum, dass etwas gefestigt wird, eine Basis abgeklopft wird, um dann neu durchzustarten. Aber die Gefühle, ja, die lassen sich halt nicht gerne festhalten und festigen. Und dadurch fühlt sich so eine 4 der Kelche ganz schön anstrengend an. Ich finde das aber trotzdem sehr süß hier umgesetzt, wie die Frau, die sich so ein bisschen gelangweilt hier auf der Wiese regelt, von einem Pelikan beschirmt und beschattet wird. Er gibt ihr in der heißen Mittagssonne alle Möglichkeiten, sich zu sammeln, zu fokussieren und dann nach vorne zu gehen. Während der Widder seine Strategien klarkriegen muss, so solltest du jetzt in der kommenden Woche dir überlegen, wo du eigentlich gefühlsmäßig gar nicht mehr dabei bist, ob das in einer Beziehung ist oder in der Arbeit oder beim Hobby, was du schon lange machst, und dann sagen, okay, ich lasse das jetzt auslaufen. Ich verabschiede mich langsam davon und schau mal, was ich dann im Sommer Neues an mich heranlassen kann. Die Betonung bei dieser Karte liegt tatsächlich auf Fortschritt, nicht auf Rückschritt. Das heißt, von diesem Saturn-Uranus-Quadrat bist du in der Weise betroffen, dass du nach vorne gehen sollst. Das ist für den Stier nicht immer die leichteste Aufgabe, aber definitiv deine Aufgabe für diese und kommende Wochen. Also lass los, was keinen Bestand mehr hat, und geh nach vorne. Das, mein lieber Stier, ist meine Nachricht für dich.
Schon bin ich bei den Zwillingen gelandet. Ja, lieber Zwilling, du hattest jetzt gerade am Donnerstag einen super tollen Neumond mit Sonnenfinsternis und vielleicht bist du jetzt sehr inspiriert und startest jetzt sehr gut in die kommende Woche. Es ist die letzte Woche, in der dein Planet Merkur rückläufig ist. Das heißt, es ist vielleicht noch nicht an der Zeit, alles total umzusetzen, aber deine Strategien, du bist ja ein guter Stratege, deine Pläne sollten jetzt klarer und klarer werden. Und in der Tat habe ich für dich eigentlich ein Go. Der Ritter der Stäbe sagt dir, dass du dein Feuer jetzt auch schießen lassen kannst, rückläufiger Merkur hin oder her. Nutze die Schütze-Energie, die Energie deines Gegenzeichens und springe los. Es gibt etwas, was du schon von langer Hand her geplant hast, was dir jetzt vielleicht auch unter der Zeit des rückläufigen Merkurs nochmal sehr bewusst geworden ist, weil du es haben möchtest. Und jetzt heißt es Attacke los. Es kostet vielleicht etwas Mut. Die Frau hier springt tapfer durch einen brennenden Reifen. Aber ich sage dir, wenn du einmal gesprungen bist, dann wirst du das nicht mehr bereuen. Es wird dir sehr gut gefallen. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß bei diesem Sprung. Manchmal stellen die Ritter ja auch eine andere Person dar. Vielleicht wirst du auch angesprungen von jemandem. Wenn das der Fall ist, dann wirst du das nicht übersehen, denn so ein Ritter der Stäbe, der macht sich bemerkbar. Keine Angst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in der kommenden Woche. Es sieht gut für dich aus. Das, meine lieben Zwillinge, ist meine Nachricht für euch. Wie? Der Krebs kommt an die Reihe und für den Krebs ist es ganz schön, dass durch dein Zeichen gerade, lieber Krebs, die Venus reist. Das heißt, eigentlich eine genießerische Zeit. Mars hat sich inzwischen aus deinem Zeichen verabschiedet, aber gerade das sollte dir sehr gut tun. Auch Jupiter ist noch in den Fischen, nicht mehr lange, aber er bringt dich zum Träumen und Genießen. Von daher eigentlich eher eine ruhige Zeit, die da auf dich wartet. Und die Karte, die ich da für dich ziehe, ja, die hat auch eine schöne Ruhe. Ich habe die 5 der Kelche für dich gezogen und die gefällt mir hier in diesem Deck wirklich ausgesprochen gut. Bei Waite und Smith ist die ja ein bisschen traurig, aber hier sehe ich eine Frau, die in die Ferne blickt, sehr krebsig dargestellt, halb im Wasser und die Blüten entweder aufsammelt oder ziehen lässt oder treiben lässt. Das heißt, sie ist voll im Prozess des Verabschiedens. Sie ist einen Schritt weiter als der Stier, für den ich ja die 4 der Kelche gezogen habe und kann Emotionen loslassen, die sie einfach nicht mehr braucht. Und das auf eine ganz einfache Art und Weise. Sie schickt sie einfach los, lässt sie treiben, davonziehen, ohne, ja, vielleicht ein bisschen Trauer über etwas, aber ohne sie festzuhalten und verkrampft zu sein, sondern sie weiß, sie hat da noch andere Emotionen, andere Blumen an ihrem Stab stecken und mit denen wird sie jetzt bald arbeiten. Es ist Zeit für neue Gefühle, es ist Zeit, frischen Wind hineinzubringen. Ab nächster Woche hast du Geburtstag, also überlege dir, was du aus deinem alten Jahr mitnehmen möchtest. Und was in deinem neuen Lebensjahr wirklich nichts mehr zu suchen hat, emotional. Das, mein lieber Krebs, ist meine Nachricht für dich und ich wünsche dir viel Spaß in Vorbereitung auf deine Geburtstagszeit. Und schon bin ich beim Löwen angelangt. Für dich, lieber Löwe, Mars läuft jetzt durch dein Zeichen. Ist natürlich auch Action angesagt, obwohl wir ansonsten eine ziemlich rückläufige Phase haben. Die Sonne ist weiterhin in Zwillinge, das ist jetzt für dich, tangiert dich jetzt nicht so. Ja, für dich ist eigentlich gerade nicht so viel dramatisch etwas los. Dennoch achte auch du auf das Saturn-Uranus-Quadrat. Was begegnet dir am Dienstag, was mit Loslassen, nach vorne gehen, mit Festhalten zu tun hat? Das kann wichtig für dich werden. Denk dran, am 17. Februar gab es dazu auch Nachrichten.
Ich habe schon wieder eine Stabkarte gezogen. Das ist jetzt die dritte, die ich für diese Woche gezogen habe. Ja, und die zwei der Stäbe, die ich gezogen habe, ist hier auch wunderschön dargestellt. Die Frau hat den Mond in der Hand, finde ich. Das ist nicht die Erde, oder? Das ist der Mond. Man kann es nicht so genau erkennen. Und sie starrt aber auch auf einen Vollmond. Für mich ein Bild des Träumens, des Hingebens, des sich großen Visionen öffnens. Und ich glaube, du hast in der kommenden Woche die Chance, vor allem mit Mars in deinem Zeichen, Dinge umzusetzen, nach denen du dich schon sehr lange sehnst, die du sehr gerne in deinem Leben haben möchtest. Und ja, die vielleicht ein bisschen zu hoch hinaus wirken. Die Frau sitzt ja auch auf einem Dach. Aber du hast die Erlaubnis, in der kommenden Woche groß zu träumen. Merkur ist noch rückläufig, aber Mars ist in deinem Zeichen. Das heißt, du darfst jetzt schon Dinge umsetzen. Es ist an der Zeit, jetzt Gas zu geben mit etwas, was dir schon lange unter den Nägeln brennt. Glaube nicht, dass du es nicht erreichen kannst. Das kannst du sehr gut. Manche Träume werden wahr. Wir müssen allerdings dafür aktiv werden. Und das, mein lieber Löwe, ist meine Nachricht für dich. Ja, die Jungfrau kommt an die Reihe. Für die Jungfrau ist es vielleicht relevant, dass Jupiter in den Fischen rückläufig wird. Jupiter hat natürlich als oft in deinem Gegenzeichen gearbeitet und dadurch auch bei dir einiges in Bewegung gebracht. Nun wird er rückläufig, zieht sich langsam zurück in den Wassermann und mach dir doch nochmal Notizen, was in den letzten Wochen seit Ende Mai wichtig für dich war, was mit dem Thema Glaube, Vision, Vertrauen zu tun hat. Es wird dann Ende des Jahres wieder Thema sein und das fast ganze nächste Jahr über wird es dich begleiten. Und ansonsten habe ich für dich auch eine fischige Karte gezogen, nämlich den Buben. Hier heißt der Page der Kelche. Ja, es ist wieder mal eine sehr verträumte Karte und sie zeigt eine junge Frau, die ja durch Visualisierung das heraufholt, was sie gerne heraufholen möchte. Dein Herrscher Merkur ist ja weiterhin rückläufig in den Zwillingen, jetzt die letzte Woche. Und das hat natürlich auch einen starken Einfluss auf dich. Es bedeutet, dass du auch nochmal aufgefordert bist, ganz klar dir zu überlegen, wo will ich im Sommer hin, wie will ich durchstarten und dir Gedanken dazu machst. Es reicht nicht nur, dir Gedanken zu machen, es geht auch darum, zu visualisieren. Und der Akzent bei einem Buben, bei einem Pagen ist immer darauf, etwas Neues ins Leben zu lassen. Also, was möchtest du Neues erleben? Was möchtest du erreichen für dich im Sommer, in den kommenden Wochen? Gib dann Gas, wenn Merkur wieder direktläufig ist. Aber in der kommenden Woche darfst du noch etwas jupiterisch träumen und genießen. Nimm dir Zeit für dich, eine Auszeit. Mach nicht nur Dinge für andere Leute. Das, meine liebe Jungfrau, ist meine Nachricht für dich. Kurzer Break, wie ihr wisst, mein Trinkbreak. Und dann geht es weiter. Mit der Waage. Ja, liebe Waage, als Luftzeichen bist du natürlich auch weiterhin vom rückläufigen Merkur in Zwillinge betroffen und kannst da vielleicht Entscheidungen, die du eh nicht so gerne triffst, noch ein bisschen vor dir herschieben. Ansonsten ist in deinem Zeichen gerade nicht viel los. Die Uranus-Saturn-Konjunktion könnte dich nochmal treffen, in dem Sinne, dass du doch sagst, ich muss ein bisschen mehr festhalten an etwas, weil du da über den Wassermann, Saturn in Wassermann, davon betroffen wirst. Und das sieht auch so ein bisschen so aus, wenn ich die Karte dir zeige, die ich für dich gezogen habe, den König der
Münzen, der König der Münzen, der steht eigentlich auf seinem Erfolg, auf seiner Kraft hier sehr schön dargestellt mit dem Hirschen, der Münzen in seinem Geweih trägt. Und da steht er ziemlich wackelig, aber ziemlich hoch oben. Und der König der Münzen ist eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass deine Reise bei einem bestimmten Thema zu Ende geht. Du hast alle Erfahrungen gemacht, die du brauchst, die du gebraucht hast, um dieses Thema für dich allmählich abzuschließen. Das kann beruflich sein, das kann aber auch in der Liebe sein, in der Partnerschaft. Und jetzt ist es langsam an der Zeit, auch wenn im Augenblick noch das Thema ist, ah, ich lasse da lieber noch nicht los. Sicherheit ist alles. Es ist an der Zeit, langsam nach vorne zu denken und dir zu sagen, okay, was kann ich jetzt mit diesen Erfahrungen eigentlich anfangen? Wozu habe ich die gemacht? Soll ich jetzt einfach immer nur in diesen Erfahrungen rumtreten? Oder möchte ich nicht noch etwas weiteres in meinem Leben erreichen? Du hast unter rückläufigem Merkur dafür eine gute Gelegenheit, dir nochmal für das nächste Halbjahr neue Ziele zu stecken, neue Überlegungen zu machen, wo du hin willst. Ich sage gar nicht, dass du deinen Beruf wechseln musst oder deine Partnerschaft verlassen musst, aber einen neuen Akzent im jeweiligen Gebiet zu treffen, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, denn irgendwann verpufft sonst auch diese starke Sicherheit des Königs der Münzen. Das, meine liebe Waage, ist meine Nachricht für dich. Als nächstes kommt der Skorpion an die Reihe. Für den Skorpion ist es auch schön, dass Jupiter noch ein wenig sich aufhält in den Fischen, auch wenn er am Sonntag rückläufig wird. Und du hattest bisher in den letzten Wochen sowieso ganz schöne Karten und jetzt habe ich für dich wieder eine Stabkarte gezogen, den Buben, Pagen der Stäbe. Und das Erste, was mir auffällt, ist dieser rote Mantel. Ich persönlich verbinde Skorpion irgendwie auch immer mit Rot, mit Stärke, mit Macht. Und hier natürlich betont die Lupe das genaue Hinsehen. Das ist deine Stärke, lieber Skorpion. Das erinnert mich jetzt an die Seelenkarte, an den Spirit Guide, den ich gezogen habe. Die Seelen ahnen. Die Sternenahnen, Verzeihung, es geht darum, für dich wirklich etwas genau dir anzusehen, was dich vielleicht daran hindert, nach vorne zu gehen. Gerade diese Sternenkarte, die ich am Anfang gezogen habe, falls du das nicht gesehen hast, geh noch mal zurück zum Anfang, scheint mir besonders relevant für dich zu sein. Du musst einer Sache auf die Spur gehen, damit du nach vorne durchstarten kannst. Der Bube, der Page ist eine Durchstarte nach vorne Energie, aber es scheint etwas zu geben, was es noch aufzulösen gilt. Was das sein könnte, wirst du vielleicht unter dem Uranus-Saturn-Quadrat am Dienstag erfahren. Aber auf jeden Fall ist es jetzt wirklich an der Zeit, etwas tiefer bei einem Thema zu gehen, wo selbst du als Forscherzeichen gerne an der Oberfläche bisher geblieben bist. Schau mal nach, was das sein könnte. Und ansonsten ist der Bube der Stäbe eine wunderschöne dynamische Karte, der dir verspricht, dass du sehr gut in deinen Sommer starten kannst. Ich denke, du hast hier sehr gute Voraussetzungen, viel Spaß zu haben in der kommenden Woche. Und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Das ist meine Nachricht für dich, lieber Skorpion. Das dritte Feuerzeichen ist nun dran, der Schütze. Ja, für dich, lieber Schütze, hat natürlich auch der rückläufige Merkur noch einen starken Einfluss. Er findet in deinem Gegenzeichen statt und Pläne, die du so gemacht hast in den letzten Wochen, könnten ins Stocken geraten. Ansonsten ist es für dich auch relevant, dass Jupiter am Sonntag wieder rückläufig wird. Das ist dein Herrscherplanet und er hat dich in den letzten Wochen vielleicht zu Träumen, Visionen verleitet, die dir ein bisschen out of reach, außer deiner Reichweite erschienen sind. Aber
Es lohnt sich auch für dich, wie schon für die Jungfrau, nochmal aufzuschreiben, was dir seit Mai, Ende Mai so an Visionen gekommen ist, an Gedanken gekommen ist. Und die dann ab dem Sommer, um den 22. herum, solltest du damit starten, umzusetzen. Die Karte, die ich für dich gezogen habe, ist dann auch eine wirklich coole, nämlich die Sonne. Das sagt mir, dass du in der kommenden Woche wirklich, wirklich eine tolle Gelegenheit hast, nochmal dir ganz klar zu werden, wer bin ich überhaupt, was will ich und was soll mein Leben im Generellen mir bringen. Für dich geht es nicht nur darum, den Sommer ja, einzuleiten, sondern wirklich ein bisschen weiterzudenken und dir zu überlegen, wo möchte ich eigentlich in diesen berühmten 5 Jahren sein, die klassische Bewerbungsfrage. Und auf der anderen Seite sagt die Sonne aber auch, dass du jetzt in eine Zeit des Genießens kommen darfst. Je genussfreudiger du bist, je mehr du darauf achtest, dass du dich selbst ausdrückst und nicht so sehr dein Umfeld, umso klarer werden die Antworten für dich kommen, was du überhaupt erreichen möchtest in deinem Leben. Du hast eine sehr gute Chance, in der kommenden Woche dazu mehr über dich herauszufinden. Und das, mein lieber Schütze, ist meine Nachricht für dich. Ja, wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Das letzte Erdzeichen kommt nun an die Reihe, der Steinbock. Ach, lieber Steinbock, ich wage es kaum zu sagen, aber Pluto ist noch immer in deinem Zeichen und jetzt rückläufig und auch dein Herrscher Saturn im Wassermann ist zurzeit in der Rückläufigkeit. Das heißt für dich, dass die Dinge gerade etwas langsamer vorangehen als vielleicht gewollt. Dafür reist Venus durch den Krebs und berührt natürlich dich von der anderen Seite und bringt dir vielleicht einen ordentlichen Selbstbewusstseinsschub dadurch, dass jemand nette Dinge zu dir sagt oder aber auch sonst dich in irgendeiner Form genießen lässt. Oder etwas über deinen Selbstwert dir verkündet. Ja, und für dich habe ich auch ein großes Arkanum gezogen, das zweite in dieser Woche, nämlich das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals, das sagt dir, dass du im Augenblick großen Veränderungen unterworfen bist und die werden sich auch nicht einfach wegreden lassen. Du bist natürlich von dem Saturn-Uranus-Quadrat stark betroffen, das am Dienstag aktiv wird, weil dein Herrscher Saturn rückläufig darin eingebunden ist. Und für dich kann das bedeuten, dass du gerade gerne auf die Bremse treten möchtest, also dass nicht nur von außen dir Zwänge auferlegt werden, sondern dass du sagst, nee, ich will jetzt doch nicht nach vorne gehen, ich traue mich nicht, ich habe Angst. Und das ist der falsche Weg, lieber Steinbock. Es ist vielleicht nicht an der Zeit, jetzt total auf den Putz zu hauen, aber Uranus, der direktläufig durch den Stier läuft, der wird dich dazu zwingen, dass du letztendlich in irgendeiner Weise nach vorne gehst. Also bitte mach dich nicht eng, mach dich nicht klein, hab keine Angst, dass die Dinge, die gerade geschehen, zu deinem Nachteil sind. Du hast die Chance, die Veränderung, die gerade passiert, mitzugestalten, wenn du mutig nach vorne gehst. Und wenn du dich klein machst, dann wirst du verändert, ohne dass du eine Chance hast, da ein Wörtchen mitzureden. Also, Attacke los. Du weißt eigentlich, was du haben willst. Fokussiere es an und dann wird es dir so gut möglich gemacht werden, wie das Schicksal es gerade möchte. Aber für dich gilt kämpfen, etwas einsetzen und nicht klein beigeben. Das, mein lieber Steinbock, ist meine Nachricht für dich. Ja, lieber Wassermann, für dich ist es eine wichtige Woche, denn der rückläufige Saturn tritt im Quadrat mit Uranus im Stier an. Das hatten wir schon am 17.02., also in der Wassermannzeit. Und vielleicht nimmst gerade du dir nochmal die Zeit zu überlegen, was habe ich denn um den 17.02. herum erlebt? Welche Themen hatte ich denn angestoßen zur Wintersonnenwende und was ist da zum 17.02. davon eingetreten? Was hat gar nicht geklappt? Und was steht jetzt auf dem Plan in Verbindung mit diesen beiden Daten und dann daraus Schlüsse zu ziehen, wie es weitergeht, für dich gehen soll bis zum 24.12.
wenn das dritte Quadrat stattfindet und du stark auch wieder davon betroffen sein wirst. Ja, und ich habe für dich da dann auch gleich eine ganz solide Karte gezogen. Königin der Scheiben, die wird gerne mit Steinbock in Verbindung gebracht oder dann auch mit Saturn. Und die sagt dir, dass du gerade eben nicht wassermännisch, uranisch nach vorne drängen sollst, auch wenn dein Herrscher Uranus dich ganz schön antreibt, sondern ruhig und gelassen bleiben sollst, auf deine Erfahrungen setzen sollst, deine Erfahrungen, genau wie ich das gerade beschrieben habe, noch einmal sammeln sollst, überlegen sollst, was habe ich jetzt eigentlich gelernt in diesen letzten 6 Monaten, welche Skills habe ich mir angeeignet, die ich für die kommenden Monate nutzen kann und wie kann ich mehr Ruhe in meinen Alltag, in mein Leben bringen. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du super gut in das nächste Halbjahr starten, zum Sommer hin. Jupiter wird ja auch gerade rückläufig in den Fischen und wird dann auch bald wieder den Wassermann betreten, Ende Juli. Und dann geht es wieder richtig voran. Aber vielleicht hast du bis Mitte Juli tatsächlich noch so ein wenig von okay, ausruhen, pausieren, nachdenken, entwickeln lassen, Bestandsaufnahme. Das ist das Wichtige für dich in der kommenden Woche, lieber Wassermann. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Projekten und bring Ruhe rein. Und nun bin ich bei den Fischen angelangt. Ich weiß, ihr habt euch geduldet bis zum Ende. Ihr seid halt ein liebes, zartes Zeichen. Ganz wunderschön. Und ihr bekommt jetzt auch eine Karte, die ihr wirklich verdient habt. Bevor ich die euch zeige, Jupiter wird rückläufig in deinem Zeichen, lieber Fisch, am Sonntag. Das heißt, dass du jetzt gerade noch diese volle Woche auskosten solltest, romantischen Gefühlen nachgeben solltest, große Träume träumen solltest, ob alleine oder mit jemand anderem. Und dann wirst du bald doch wieder auf dem Boden der Tatsachen ankommen. Es ist keine Woche, um jetzt wahnsinnig viele Dinge zu erledigen, zu machen und zu tun, sondern die Zeit, bevor Jupiter rückläufig ist, zu nutzen, um nochmal deine Visionen, deine Wünsche für das nächste halbe Jahr aufzuschreiben, visuell durch Visualisieren zu arbeiten, um etwas in deinem Leben zu bewirken und dann eine Entscheidung zu treffen, aber vielleicht noch nicht jetzt gleich. Das jedenfalls sagt die Karte, die ich für dich gezogen habe, die Liebenden. Die Liebenden ist natürlich eine wunderschöne Karte, die sagt, dass du zum einen entweder mit dir selbst gerade ins Reine kommen kannst, wenn du es nicht bist, oder aber mit einer Person, die dir viel bedeutet. Sie kann auch auf berufliche Themen hinweisen und dann geht es darum, dass du merkst, du musst dich jetzt langsam für etwas entscheiden, für den einen Weg oder den anderen Weg. Aber in der kommenden Woche hast du nochmal die Erlaubnis, alles in der Schwebe zu lassen, ob in der Liebe, im Beruf oder auf einer anderen Ebene und halt nachzuspüren, nachzufühlen, wo du letztendlich am Ende des Jahres sein möchtest. Denn am Ende des Jahres wird Jupiter dein Zeichen wieder besuchen und es lohnt sich für dich wirklich zu überlegen, welche Träume habe ich besonders von Ende Mai bis jetzt gehabt und die aufzuschreiben und dann Ende des Jahres nochmal hervorzuholen und innerlich dich immer wieder daran zu erinnern, was da so in dir hochgekommen ist jetzt, wenn du darüber nachdenkst und das schwingen zu lassen und du mit deiner Visualisierungsfähigkeit, du bist ja ein feiner Kanal, wenn du das immer wieder in dir schwingen lässt, dann wirst du dich auch immer mehr in diese Richtung bewegen. Und ich sehe gerade, dass ich hier natürlich, weil ich ganz im Fischigen war, den Fisch nicht gezeigt habe. Hier ist der nochmal. Aber ich bin jetzt auch schon am Ende meiner Nachricht für dich, mein lieber Fisch. Ich wünsche dir ganz viel Freude in der kommenden Woche. Und das gilt natürlich auch für alle, die zugeschaut haben. Ja, damit bin ich am Ende meines Wochentaroskopes angekommen.
Wie gesagt, Rewatch unseres Tarot-Sonntags, der jetzt gerade noch stattfindet, kannst du sehr gerne haben. Dann melde dich einfach bei mir und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche. Zur Sommersonnenwende werde ich nichts machen. Ich habe jetzt schon was gemacht, nämlich am 17. Nein, das stimmt ja gar nicht. Wenn du Lust hast, mit mir ein wenig über die Sommersonnenwende nachzudenken, dann kannst du dich für meine Agora anmelden. Die Agora ist am 17., also am Donnerstag. Und die Agora ist ein monatliches Treffen, das ich im Augenblick online veranstalte. Da diskutieren wir astrologische und tarotistische Themen. Und in dieses Mal am 17. von 19 bis 21.30 Uhr wird es um die Sommersonnenwende gehen. Wir lassen nochmal den Anfang des Jahres Revue passieren, mit was sind wir eigentlich gestartet, überlegen uns, wo wir stehen und überlegen dann, wo wir noch hinwollen. Dazu werden wir Karten nutzen. Das wird eine nette Aktion werden. Ich glaube, du, wenn du dieses Video guckst, hättest auch Spaß dabei. Ich verlinke das in den Shownotes. Du kannst aber auch sehr gerne dich noch bei mir melden und dann schicke ich dir alle Informationen. Schreib es in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Die E-Mail findest du ja auch auf dem YouTube-Kanal. Ja, das war's für heute. Hab eine ganz tolle Zeit. Ich wünsche dir viel Spaß und wir bleiben im Kontakt. Bis bald. Mach's gut.